Hey, ich bin's Vanni und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bewerte in diesem Video mal wieder eure Vogelkäfige und ich würde sagen, wir fangen direkt an, bevor ich wieder zu viel quatsche. Falls ihr auch teilnehmen möchtet, dann guckt einmal unten in die Infobox oder in die Kommentare. Dort werde ich die Teilnahmebedingungen einmal reinschreiben, weil das sonst viel zu lange dauert. Ihr könnt über Instagram teilnehmen, dafür gibt es einen Hashtag, den ich mir ausgedacht habe und da könnt ihr dann euer Bild posten. Aber alles weitere dazu steht in der Infobox und die sind gerade richtig laut wieder im Hintergrund. Ich hoffe, ihr versteht mich mit dem neuen Mikro, aber egal, es geht los. Ich bewerte wieder fünf Vogelkäfige von euch. Ich blende euch jetzt hier rechts die Bilder ein und zwar fangen wir direkt mit dem ersten Vogelkäfig an. Nicht wundern, ich habe hier vorne mein Handy, denn ich sehe natürlich die Bilder hier auf meinem Handy und ihr seht die dann hier rechts eingeblendet. Unter dem ersten Vogelkäfig steht, ich habe zwei Wellensittiche, sie haben den ganzen Tag Freiflug. Das ist schon mal extrem gut. Ich finde es sehr, sehr gut, wenn die Wellensittiche den ganzen Tag Freiflug haben, da ich immer finde, 4 bis 6 Stunden reicht nicht und am besten den ganzen Tag. Deswegen, das finde ich schon mal super. Aber wir kommen jetzt zu dem Wellensittichkäfig. Und zwar hat sie erstmal so eine Aufnahme gemacht, die von so ein bisschen weiter weg ist, also so ein bisschen entfernt. Da sieht man dann ganz schön, dass sie so einen riesen Naturast an der Wand richtig hat. Ist der mit Nägeln befestigt oder wie hast du den da festgemacht? Sowas würde ich auch voll gerne machen. Auf jeden Fall hat sie so einen Ast an der Wand befestigt mit verschiedenen Seilen, dann auch so eine Vogelschaukel oben mit dran und finde ich echt sehr gut. Und ich sehe auch schon hinten am Kleiderschrank, wenn es ein Kleiderschrank ist, sind auch so kleine Wellensittiche selbst gemalt. Finde ich auch total niedlich. Ich muss schon mal sagen, dass mir das außen sehr gut gefällt, wegen diesem Naturast, weil sie ja dann auch an diese Blätter gehen und die gerne abreißen und kaputt machen und sich dann natürlich auch sehr gerne raufsetzen. Und auch die Schaukel finde ich sehr gut, dass das direkt an dem Ast befestigt ist, dass sie sich da direkt raufsetzen können. Den Käfig an sich sieht man jetzt gar nicht so doll, aber ich finde, so wie man das jetzt auf dem Bild sieht, ist der schon ganz schön groß. Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit er noch nach unten geht, aber von oben sieht man auf jeden Fall schon mal die Größe und man sieht ja auch die Größe vom Kleiderschrank bis zur Wand. Also der muss schon etwas größer sein. Man sieht natürlich auch, dass Naturäste drin sind. Es ist eine Schaukel drin. Oben drauf steht auch irgendwie eine Schale. Vielleicht ist das das Badewasser oder da sind irgendwie noch Körner drin, die sie fressen können. Verschiedene Holzspielzeuge sind drin. Mehr kann ich leider nicht erkennen, aber da fällt mir bis jetzt nichts Schlechtes auf, sage ich mal so. Ich swipe einmal nach rechts. Ich blende euch jetzt hier das zweite Bild ein. Das sind dann die beiden Wellensittiche, die dort wohnen. Die sehen mega süß aus. Besonders die rechte. Ich glaube, es ist ein Weibchen. Die rechte sieht mega niedlich aus. Ich würde voll durcheinander kommen, wenn ich zwei Wellensittiche hätte, die genau die gleichen Farben haben, so wie bei den beiden. Ich würde die ganze Zeit durcheinander kommen. Deswegen bin ich froh, dass bei mir eigentlich jeder Wellensittich eine andere Farbe hat. Ja, aber ich hoffe, du vertauschst die beiden nicht. Ich finde sie mega süß und dein Käfig und ja, die Umgebung von deinem Käfig finde ich auch gut. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt weiter zum nächsten Vogelkäfig. Das hier ist das nächste Bild, was mich erreicht hat. Unter dem Bild steht, habe zwei Wellensittiche und zwei Burka-Sittiche. Sie haben den ganzen Tag Freiflug. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, was Burka-Sittiche sind. Ich werde das nach diesem Video mal googeln und mal schauen, wie die aussehen. Ja, weiß ich wirklich nicht. Ich finde es schon mal gut, dass du von jedem ja ein Paar hast, also nicht nur ein Wellensittich und ein Burka-Sittich, ja, weil man die ja immer mindestens zu zweit halten sollte. Deswegen finde ich es gut, dass du von jedem ein Paar hast, sage ich mal so. Aber wir gehen jetzt mal auf das Bild über. Und zwar ist das erste Bild so ein Bild von draußen. Auch hier muss ich echt sagen, dass ich es sehr schön finde, dass es wirklich Menschen gibt, die sich Zeit nehmen und draußen da so viel anbringen. Man sieht hier auch verschiedene Äste, die irgendwie wahrscheinlich auf dem Boden in einem Blumentopf sind, nehme ich jetzt einfach mal an. Und es sind auch noch verschiedene Seile, Spielzeug. Ich sehe hier eine Korkröhre, die sogar hier hängt. Und dann habe ich hier noch eine Schaukel aus einem Seil. Diese Seilschaukel habe ich auch hier an meinem Kronleuchter hängen. Dann hängt da hinten noch eine Korkröhre und wie gesagt verschiedene Spielzeuge aus Holz. Die habe ich ehrlich gesagt noch nie wirklich so gesehen. Besonders das ganz rechts bei dem Bild. Das sieht aus wie so eine Obstschale ein bisschen. Habe ich auch noch nie gesehen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ihr eure ja, Wellensittich-Spielzeuge kauft. Weil ich schätze mal nicht, dass sie aus dem Futterhaus oder aus dem Fressnapf sind, denn da habe ich die noch nicht so gesehen. Also falls ihr das Video seht, schreibt mir gerne in die Kommentare, wo ihr eure Sachen kauft. Im Hintergrund sieht man den Käfig ja nur ganz leicht, aber es ist auf jeden Fall auch ein Käfig, der auf so einem Rollgestell ist,
So wie meine auch. Wir swipen jetzt einfach mal weiter nach rechts und ich zeige euch das zweite Bild, was mir zugeschickt worden ist. Und zwar sieht man da den Käfig etwas besser. Auch hier sieht der Käfig echt riesig aus. Ich schätze mal, der ist so groß wie meiner. Also meiner kommt mir schon so riesig vor. Und jetzt gerade auf der Aufnahme sieht der eigentlich genauso groß aus, außer dass er halt oben abgerundet ist. Aber ich glaube, von der Breite kommt das auch hin, oder? Vielleicht verschätze ich mich auch nur, aber das sieht echt riesig aus. Was ich auf Anhieb schon mal gut finde, ist die Klappe von dem Käfig. Ich habe ja auch hier vorne diese Anflugsklappe, die ist aber ziemlich klein, was mich mittlerweile ein bisschen stört. Und da ist die Anflugsklappe auf jeden Fall sehr riesig. Die ist ja wirklich riesig. Also da könnte man noch einen Papagei irgendwie reinsetzen. Die kann man ja so nach vorne klappen und dann hält das Ganze und da können die Wellensittiche oder die Burka-Sittiche dann auch drauf landen. Innen drin hängt eine Kokosnussschaukel, die habe ich ja auch hier hinten. Die kann ich auch nur jedem empfehlen. Meine Wellensittiche spielen super gerne damit. Die haben auch noch nie irgendwelche Eier da drin gelegt. Ich habe Männchen und Weibchen, da ist noch nie irgendwas passiert. Und deswegen kann ich euch diese Kokosschaukel echt empfehlen. Die lieben es einfach, in diese Kokosnussteile reinzugehen und sich da drauf zu setzen. Ich finde es einfach nur mega süß. Man kann Heu da reinmachen und so weiter und dann zerpflücken sie da. Deswegen, die kann ich euch wirklich nur empfehlen. Was ich auch hier an dem Käfig sehr toll finde, ich sehe keine Plastikspielzeuge und auch sonst irgendwie nichts, was gefährlich sein könnte. Ganz vorne sehe ich auch noch so eine Holzkiste. Also ich glaube, einmal ist das so eine ganz normale Holzplatte, die ich auch habe. Und darauf ist dann nochmal so eine Holzkiste als Wühlkiste, glaube ich. Da sind so verschiedene Gräser drauf, soweit ich das erkennen kann. Da ist es nämlich gerade ziemlich klein auf dem Handy. Aber ich schätze mal, es wird als Wühlkiste genutzt. Auch das finde ich super gut. Wühlkisten kommen immer gut an. Ich habe jetzt gerade keine, weil diese Wühlkisten sehr viel Arbeit machen. Aber man kann einfach irgendeine Kiste nehmen, so wie hier eine Holzkiste genommen worden ist. Man kann verschiedene Sachen reinmachen, Futter, Heu, alles, was ihr so da habt. Und ja, dann wird da ziemlich rumgewühlt. Auch hier sage ich zu den beiden Bildern, gefällt mir sehr gut. Besonders das draußen gefällt mir extrem gut. Ich nehme mal an, dass das ganze Zimmer dann auch für die Wellensittiche so hergerichtet ist. Und ja, sie können von A nach B, von B nach C springen. Finde ich super, beziehungsweise auch fliegen. Und ja, auch hier muss ich sagen, Daumen hoch. Und wir kommen jetzt auch zu dem dritten Vogelkäfig. Nicht wundern, falls ich so schnell rede, aber die Videos gehen oftmals über 25 Minuten, wenn ich die schneide. Deswegen versuche ich ein bisschen an Tempo dazu zu gewinnen und deswegen machen wir jetzt direkt weiter mit dem dritten Käfig. Dort habe ich nur ein Bild erhalten. In der Beschreibung steht, zwei Vögel, mindestens 5 Stunden täglich Freiflug. Man muss aber dazu sagen, dass meine Vögel bald zu meinem Geburtstag einen neuen Käfig bekommen und da möchte ich auch relativ viele Sachen verbessern. Zum Beispiel möchte ich, dass sie eine kleine Tonschale zum Baden haben und nicht dieses Plastikdings. Dasselbe gilt für das Futter und für Wasser. Finde ich auf jeden Fall sehr gut, dass du einen neuen Käfig bekommst und dass du auch einige Sachen ändern möchtest. Denn es gibt immer Menschen, die zwar wissen, dass das vielleicht nicht allzu gut ist, aber denen ist es einfach egal. Deswegen finde ich es auf jeden Fall toll, dass du es dazu geschrieben hast, dass du einige Sachen bald ändern möchtest. Rechne ich dir hoch an. Ich bewerte jetzt trotzdem einfach mal den Käfig, den du mir so geschickt hast. Aber wenn du mittlerweile schon einen anderen hast, dann nimm das nicht zu ernst. Aber ich bewerte jetzt einfach mal so deinen Käfig. Bei dem Käfig muss ich sagen, dass ich den an sich gar nicht zu klein finde. Allerdings für 5 Stunden Freiflug finde ich den zu klein. Wenn die Vögel jetzt den ganzen Tag Freiflug hätten, ist der Käfig völlig okay, weil sie dann nur da schlafen und da fressen. Aber wenn sie den Rest des Tages in diesem Käfig verbringen müssen, finde ich den schon mal so an sich zu klein. Ansonsten muss ich aber sagen, du hast Naturäste drin, du hast ein Seil darin. Hinten sehe ich jetzt noch so ein Spielzeug. Ich kann nicht erkennen, ob das jetzt Plastik ist. Ich schätze mal, da ist ein Plastikball dran. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm, weil mit einem Plastikball passiert nichts. Eine Kolbenhirse ist da drin und eine normale Sitzstange, glaube ich, die man irgendwie schon mit dem Käfig so mitbekommt. Also an sich muss ich sagen, finde ich jetzt nicht schlimm eingerichtet oder so. Du hast Vogeläste drin und dieses Seil finde ich nicht schlimm. Auch diese Plastikbadewanne finde ich an sich nicht schlimm, wenn es nicht anders geht. Du hast ja selber schon gesagt, du möchtest einen neuen Käfig holen und dann auch ja, diese Tonschale holen. Deswegen finde ich es da gar nicht so schlimm, dass du das nicht hast, weil wo solltest du die auch hinstellen? Oben auf dem Käfig passt es nicht raus, innen drin passt es auch nicht rein. Deswegen, da finde ich das gar nicht schlimm, dass man dann diese Plastikbadewanne hat. Die habe ich im Moment auch wenn ich 1000 andere Möglichkeiten habe, da eine Badewanne anzubringen.
Ich freue mich einfach für deine Wellensittiche, dass du dann einen neuen Käfig für sie bekommst und dass du alles ein bisschen änderst, auch mit den Futternäpfen. Das mag ich zum Beispiel gar nicht, wenn die Futternäpfe und auch das Trinknapf aus Plastik besteht. Ich finde es einfach nicht schön für die Krallen, wenn sie da drauf sitzen. Das tut auf Dauer weh und irgendwie finde ich es auch nicht schön für die Krallen. Aber wenn das alles geändert wird, ja, finde ich das gut. Wir machen weiter mit dem vierten Käfig und zwar wurden mir da auch mehrere Bilder zugeschickt. Ich habe mich jetzt aber für zwei entschieden, die ich euch zeige. Dies hier ist das erste. Unter dem Bild steht, ich dachte, ich mache einfach mal mit. Das freut mich natürlich. Also ich hätte eigentlich vier Wellis, aber wegen Todesfällen in letzter Zeit sind es gerade nur zwei. Sie haben 10 Stunden Freiflug, den sie auch nutzen. Auf dem zweiten Bild sieht man den oberen Teil vom Käfig und auf dem dritten Bild sieht man das, was über und auf dem Käfig hängt bzw. liegt. Und die Maße sind noch Höhe 135 cm, Breite 115 und Tiefe 55 cm. Ich hoffe, das stimmt so. Ist nicht schlimm, wenn das nicht die Maßen sind. Ich zum Beispiel habe gar keine Ahnung, was für eine Maße mein Käfig hat. Deswegen kann ich das auch irgendwie nicht vergleichen. Also damit beschäftige ich mich auch nicht so, außer wenn ich den Käfig neu kaufe. Aber im Moment weiß ich meine Maße von dem Käfig auch nicht. Erstmal tut es mir leid für die Todesfälle, die ihr so bei euch im Moment habt. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man nur zwei hat. Wenn dann später noch welche dazukommen, ist es völlig okay. Hauptsache, es geht den beiden dann gut und das scheint so. Ich gehe jetzt einfach mal auf den Käfig ein. Den Käfig finde ich echt riesig. Also der fängt ja schon vom Boden auf an und dann geht er ja die komplette Wand hoch. Ich habe das Gefühl, wenn man davor steht, dass man dann fast größer ist als der Käfig. Höhe hast du jetzt 1,35 geschrieben. Ich bin 1,64 groß. Das heißt, er müsste mir ja bestimmt irgendwie bis hier gehen, wenn nicht sogar noch höher, oder? Wenn ich 1,64 bin und der Käfig 1,35 groß ist, dann geht der mir bestimmt bis hier oder so, oder? Also es müsste auch schon riesig sein. Breit ist der auf jeden Fall auch. Also auf dem Bild wirkt es so, als wäre das Bild mit dem Käfig zugeballert. Ich gehe mal ein bisschen auf die Inneneinrichtung ein. Erstmal finde ich deine Wellensittiche mega süß. Die kann ich zwar nicht ganz erkennen, aber rechts ist ja ein weißer Wellensittich mit so ein bisschen Türkis vorne. Das finde ich extrem süß. Ich liebe weiße Wellensittiche. Ich liebe meine Rachel auch so. Die sieht fast genauso aus. Das erste, was ich schon mal gut finde, ist, dass der Käfig nicht gleich zugeballert ist mit Spielzeugen. Damit habe ich ja immer so ein bisschen Probleme. Wenn ihr euch meinen Käfig mal ansieht, der ist zugeballert mit Spielzeugen, Sitzstangen, mit allem, was ich habe. Das ist hier nicht der Fall, sondern dort ist wirklich viel Platz zum Fliegen und zum Rumspringen. Ich finde es gut, dass du überall so Natursachen drin hast. Ich kann es natürlich jetzt nicht direkt erkennen, was das ist. Einmal hast du irgendwie so einen, oh, wie nennt man denn diese Teile, die so runterhängen, die so gebaut sind. Sind das auch Schaukeln? Auf jeden Fall können sie sich da ransetzen und dann auch schaukeln, bin ich der Meinung. Dann hast du eine Leiter drin. Leitern benutzen meine überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht wieso. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob eure Vögel Leitern benutzen. Bei mir machen sie das gar nicht. Die habe ich jetzt auch schon weggeschmissen. Was ich mega cool finde, ist oben rechts, wo die beiden auch drauf sitzen. Und zwar diese, ist das eine Schaukel oder ist das eine Sitzstange? Ich weiß es nicht. Sieht aus wie so eine dicke Sitzstange. Die finde ich auch interessant, weil bei mir habe ich gar nicht so eine dicke Sitzstange. Also wirklich, wo sie die Krallen fast ja gerade haben, weil die so dick ist. Muss ich mal gucken, ob ich mir sowas auch hole. Du hast auf jeden Fall sehr viel Platz in dem Käfig. Ich würde wahrscheinlich direkt wieder den kompletten Käfig zuballern mit irgendwas, was ich hier habe. Du hast 4 verschiedene Näpfe, 2-mal trinken und 2-mal Futter, nehme ich jetzt einfach mal an. Finde ich völlig ausreichend. Wo ich noch 2 Wellensittiche hatte, hatte ich 1-mal Futter und 1-mal trinken, glaube ich, ganz normal. Und ja, ich glaube, sonst habe ich hier nicht so viel zu sagen. Den Käfig finde ich super. Da ist echt viel Platz. Da können sie rumspringen, wie sie wollen. Ich würde ihn wahrscheinlich komplett anders einrichten, weil ich da immer sehr viel rein tue, wie ich ja schon erzählt habe. Und ja, aber ich glaube, an dieser Einrichtung ist so nichts falsch. Sie können sehr viel fliegen, finde ich richtig gut. Und dann kommen wir zum zweiten Bild. Das gehört ebenfalls dazu, wie sie schon geschrieben hat. Das ist über dem Käfig. Und zwar haben wir da einmal auch dieses Holzklettergerüst. Das habe ich ja auch hier drin. Meins ist nur irgendwie so ein bisschen dunkler. Aber ich schätze mal, an sich ist das dasselbe. Da ist auch so eine Glocke drin. Dann auch hier haben wir wieder diese Seil-Ringschaukel, die ich an meinem Kronleuchter habe. Die hatte ich ja jetzt schon in mehreren Vogelkäfigen gesehen oder an mehreren. Und dann ist hier natürlich auch nochmal wieder ein Naturast. Finde ich mega gut. Ich liebe es, Naturäste zu haben. Ich habe oben jetzt im Moment keinen drauf, weil ich dieses ja, Holzgerüst, Holzspielplatz da oben habe. Und noch die anderen Korkröhre und was ist das davor? 3 Türme. Holzspielzeug. Ich habe da im Moment keinen Platz für, aber ich würde auch voll gerne mal wieder so einen richtigen Naturast holen, den sie komplett so abknabbern können, beziehungsweise abschreddern können. Auch zu dir kann ich sagen, mir gefällt der Käfig sehr gut. Ich würde bei der Einrichtung vielleicht was ändern, aber ja, du machst es auf jeden Fall nicht schlecht, kann man sagen.
Draußen finde ich auch gut. Ich weiß nicht, wie das Zimmer jetzt direkt aussieht. Vielleicht können sie auch woanders rauffliegen. Das weiß ich natürlich nicht. Deine Wellensittiche haben es echt sehr gut bei dir und sie können sich glücklich schätzen, dass sie bei dir sind. Wir kommen jetzt zu dem letzten, in Klammern Vogelkäfig oder in Anführungszeichen Vogelkäfig. Und zwar bin ich da auch sehr, sehr glücklich drüber, so etwas zu sehen. Ich blende euch jetzt erstmal hier das erste Bild ein. Darunter steht, unsere Vogelvoliere 2,5 Meter mal 1,9 Meter. Darin sind 10 Wellensittiche und 4 Nymphensittiche. Erstmal finde ich es super, dass es wieder so eine Gruppenhaltung ist. 10 Wellensittiche ist natürlich prima. Ich bin jetzt noch bei 6, aber ich hoffe, es bleibt auch so. Und 4 Nymphensittiche finde ich auch super, dass es nicht nur ein Nymphensittich ist und 10 Wellensittiche. Aber darauf bin ich ja vorhin schon mal darauf eingegangen. Mein Deutsch ist auch nicht mehr so gut. Auch hier wurden mir zwei verschiedene Bilder zugeschickt. Einmal sieht man das Ganze jetzt von außen. Unten ist, glaube ich, nicht wirklich abgedeckt, da ist nur das Gitter und oben sieht aus, als wäre das mit diesem, nennt man das Plastik, Kunststoff. Oben ist auf jeden Fall das nochmal so ein bisschen abgedeckt. Ich schätze mal, wenn es vielleicht schräg regnet oder so, dass sie nicht direkt nass werden, dass sie sich weiter oben hinsetzen können. Dann sehe ich so verschiedene Holzkästen. Aber ich denke mal, ich swipe einmal rüber und dann sehen wir uns das Ganze von innen an. Denn von draußen kann ich nicht viel erkennen. Die Maße sind natürlich perfekt. Ich finde es super, dass die Vögel draußen gehalten werden können. Und ja, ich schätze auch mal, dass das Ganze selber gebaut ist. Da auch Hut ab, finde ich echt toll, dass es wirklich Menschen gibt, die sich dafür Zeit nehmen. Nicht nur irgendwie beim Futterhaus reingehen, sich den kleinsten Käfig aussuchen, zwei Wellensittiche da reinstecken und dann ist gut. Sondern, dass man sich wirklich Zeit nimmt und so etwas baut und ja, sich so etwas ausdenkt, finde ich prima. Das ist das zweite Bild. Ich blende euch das hier rechts ein. Das ist jetzt von innen. Da sieht man auch direkt die ganzen Wellensittiche. Die meisten sind oben auf diesen Balken drauf. Aber die Nymphensittiche sind, glaube ich, in diesen Brutkästen. Ich weiß nicht, ob die als Brutkästen genutzt werden sollen. Da können sie auch richtig viel fliegen. Also es sind ganz viele Naturäste drin, auch so eine Art Vogelhaus. Ich glaube, das ist eigentlich so ein echtes Vogelhaus für draußen, was da so in der Mitte runterläuft oder dranhängt. Finde ich auch eine super Idee. Könnte ich bei mir eigentlich auch machen, dass ich irgendwie so ein Vogelhaus kaufe und dann einfach so an die Wand mache. Aber da bei mir 3 von 6 Wellensittichen, wenn nicht sogar 4 von 6 Wellensittichen nicht fliegen, wird das halt nicht wirklich genutzt. Deswegen ist das ein bisschen schade. Und dann hat sie hinten noch so einen riesen Extra Vogelhaus, ich weiß nicht, wie man das nennt. Da können Sie auf jeden Fall auch noch mal reingehen. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Häuschen für Kaninchen oder so. Kann das sein? Falls du das Video siehst, schreib mir das mal in die Kommentare, ob das wirklich für die Wellensittiche ist oder ob das mal für Kaninchen oder Hasen waren und ihr das da so rangemacht habt. Das interessiert mich echt. Ich möchte später auch so gerne so eine Draußenvoliere haben, so wie du es hast. Wenn ich dann einen eigenen Garten haben sollte, dann werde ich auf jeden Fall auch eine eigene Voliere bauen. Ja, ich freue mich jetzt schon voll. Also das ist wirklich eine Traumhaltung, finde ich. Gerade drin, sie können fliegen, wohin sie wollen. Es sind sehr viele Partner da, mit denen sie quatschen können. Es gibt nur Naturäste, glaube ich, und nur Natursachen. Ich sehe hier kein einziges Plastikspielzeug. Und auch hier muss ich sagen, ich glaube, besser kann man es nicht machen. Natürlich größer ist immer besser, aber das ist schon echt eine perfekte Haltung, finde ich. Auch zu dir kann ich sagen, deine Wellensittiche bzw. deine Nymphensittiche können sich echt freuen, dass sie bei dir sind und nicht woanders gelandet sind. Also das ist schon echt perfekt. Falls du in der Nähe von mir wohnst, ruf mich mal an. Ich würde vorbeikommen und mir das Ganze persönlich anschauen. Ja, das war's auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In jedem Video kommen immer 5 Vogelkäfige bzw. Volieren dran. Falls ihr mitmachen wollt, schaut mal unten in die Infobox, da schreibe ich euch das rein, sonst rede ich hier noch 1000 Jahre und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Tschüss!